Warum sind Sie der richtige Kandidat für das Mainloiser Bürgermeisteramt? Ja, zunächst, dieses Amt steht zur Verfügung und ich bin hier aufgewachsen und bringe mich Jahre und Jahrzehnte ehrenamtlich ein, aber auch beruflich. Ich habe hier zwei Unternehmen entwickelt in der Region, nach vorne gebracht und um es kurz zu sagen, mir würde das sehr gut gefallen und ich kann es. Was werden Sie im Falle einer Wahl als erstes Projekt in Angriff nehmen? Das wäre von hier aus noch verfrüht zu sagen, denn bis dahin würde ja wahrscheinlich ein halbes Jahr ins Land ziehen und wir sind es gewohnt, schnell auf neue Gegebenheiten zu reagieren. Wir werden sehen, was dann relevant ist und was angepackt werden muss. Was ist die größte Herausforderung für den Markt Mainlois? Die Entwicklung des Marktes ganzheitlich gesehen, mit allen Ortsteilen, angefangen von dem ISEC-Programm, das ist die Beplanung, bis zur Infrastruktur, um den Markt Mainlois lebens- und liebenswert zu erhalten und nach vorne zu bringen. Welche Entscheidung von Amtsinhaber Bürgermeister Dieter Adam war die beste und welche die schlechteste? Ich möchte hier nicht über die Arbeit anderer urteilen. Jeder hat manchmal eine glückliche Hand, manchmal klappt es weniger gut. Und da steht es mir jetzt nicht zu, Urteile zu fällen. Ich möchte das einfach mal so stehen lassen. Jeder macht gute und weniger gute Sachen. Wo sehen Sie Mainlois in 10 Jahren? Mainlois ist die Zielsetzung voranzubringen als Wirtschaftsstandort und für alle Generationen lebenswert zu machen, angefangen von unseren Kleinsten, von den Kindertagesstätten, die zu erhalten und voranzutreiben, die Schule, den Schulstandort zu erhalten und auch für die Senioren, das ist auch einiges in Planung, damit es lebenswert ist für alle Generationen in 10 Jahren noch mehr als heute.